Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 3. September. Heute haben wir dabei Windows 10, Xbox One, Gboard, Öffi und die Pixel Watch. Ja, wir sind zurück von der IFA. Ich war da mit dem Martin und ich habe entschieden, ich kann hier keine IFA-News reinhauen, sonst wird die Folge bestimmt eine Stunde gehen. Aber wir werden wahrscheinlich noch eine Extra-Folge machen mit diversen Informationen und natürlich gibt es noch die Videos, die der Martin jetzt dieser Tage posten wird. Also kommen wir zu den normalen News und beginnen tun wir da mit Windows 10. Dort bekommt der Microsoft Store nun eine verbesserte Navigation, denn das war lange Zeit irgendwie so stiefmütterlich im Hintergrund behandelt worden. Und da wird sich jetzt viel ändern, sprich wenn man zum Beispiel in den Bereich Spiele geht, dann bekommt man in der Navigation automatisch auch die Unterkategorien angezeigt. Ähnlich wird sich das durchziehen, gleichzeitig wird man dort auch dann besser seine ganzen Microsoft-Abonnements verwalten können, zum Beispiel für Xbox Live oder Office 365. Und wenn wir schon bei Microsoft sind, dann reden wir auch nochmal über die Xbox One, die erhält nämlich jetzt bald das Update für Dolby Vision. Das war schon angekündigt und wird jetzt gerade aktuell verteilt an die Microsoft Insider, sprich die in dem Beta-Programm teilnehmen. Die können nun mit dem Update 18.10 Dolby Vision entsprechend auch nutzen. Nutzen bedeutet halt, man kann es halt auch nur nutzen, wenn man einen entsprechenden Fernseher hat und auch nur in Kombination mit Netflix. Also ob das wirklich jeder so braucht, ist mal eine andere Sache. Ansonsten für alle anderen, die eben kein Insider sind, da dauert es noch ein bisschen, aber sollte nicht mehr so lange dauern, dass das Update 18.10 zur Verfügung steht. Was direkt zur Verfügung steht, das ist das Update für das Gboard von Google für iOS. Das ist das alternative Keyboard, was man sich einbinden kann, wenn man mit dem Apple Keyboard für iOS nicht zufrieden ist. Ich selber nutze das, glaube ich, seit Tag 1, bin da sehr zufrieden mit. Und in dem neuen Update gibt es endlich etwas, was mich persönlich auch schon länger geärgert hat. Sprich, man kann einfach individuell in mehreren Sprachen schreiben. Bisher musste ich zum Beispiel immer wechseln, ob ich jetzt in Englisch oder Deutsch kommuniziere. Und nun erkennt das Gboard das direkt und man kann, wie gesagt, entsprechend in mehreren Sprachen tippen. Gibt auch ein paar andere Updates, also wenn ihr da eh schon Nutzer seid, guckt euch das mal an und wenn nicht, ist auf jeden Fall ein alternatives Keyboard, was ich empfehlen kann. Ja, dann kommen wir zu Öffi. Die hatten wir schon ein paar Mal hier in der Daily. Und Öffi, das ist so eine App für Android, wo man die ganzen Daten aus dem ÖPNV reinbekommt und dann dementsprechend seine Routenplanung machen kann, welchen Bus und welche Bahn man nimmt. Die sind ja aus dem Play Store verbannt worden und danach gab es ein bisschen hin und her. Also jeder hat dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben. So richtig weiß man das immer noch nicht, was jetzt wirklich war. Und überraschenderweise, Öffi ist zurück. Also wenn ihr Öffi-Nutzer seid, ihr könnt Öffi jetzt wieder aus dem Google Play Store installieren und auch updaten. Zwischendurch war das ja nur möglich, indem man einen Sideload gemacht hat. Aber ja, also ihr könnt es machen, aber warum und weshalb jetzt die ganze Sache, das hin und her stattgefunden hat, das ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Im Verlauf von den ganzen hin und her findet ihr in dem Link im stadtbremerhaven.de Blog in den Shownotes. Und zu guter Letzt, ich habe zwar gesagt, ich sage ja nicht großartig jetzt in der Daily hier IFA News hier und da, aber mal was anderes. IFA News, da wird ja ganz viel vorgestellt und jetzt mal als Neuigkeit wird etwas nicht vorgestellt. Denn Google hatte ja unter anderem laut Gerüchten eventuell geplant, eine Pixel Watch rauszubringen dieses Jahr, entsprechend dann gleichzuziehen mit der Apple Watch und zum Beispiel auch der Samsung Watch. Und Google hat jetzt gesagt, das wird dieses Jahr nicht passieren. Und das haben sie nicht nur einmal gesagt, das haben sie doppelt gesagt. Also es wird keine Pixel Watch geben. Auf der anderen Seite, wenn ihr unbedingt eine Watch mit Android haben wollt oder Google Watch generell, da gibt es ja genug Produkte am Markt. Und auf der IFA wurden auch diverse vorgestellt.
die ihr eventuell auch schon mitbekommen habt. Und wenn nicht, dann haben wir dann entsprechend, wie schon angekündigt, in der IFA-Sonderfolge vielleicht ein paar Hinweise auf ein paar dieser Uhren. Ja, und das war's auch schon zum Anfang der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Eventuell ist ja die Schule angefangen. Zumindest hier in NRW ist sie angefangen. Wenn ihr in die Arbeitswoche startet, habt einen schönen Arbeitstag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.